Jo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Together Battlefield 3. Wieder zu Gast Bobama 61, denn er ist ja hier mein linker Flügel an dieser Seite. Und wir spielen. Flügelmann. Ja, der Flügelmann. Und wir werden heute die Mission Feuer vom Himmel spielen. Und wir werden auch direkt mal starten und das Ganze auf normal. Und ja, ich hoffe, du bist diesmal nicht der Pilot, mein Freund. Denn wir haben das vorher schon mal gespielt und ja, den Clip habe ich sogar noch, den kann ich, kannst du ja mal hinten dran schreiben. Stimmt, den können wir als Fail des Tages dokumentieren. Ja, okay, ich bin bestimmt, der Pilot. Jetzt sollte alles hier sehr schön von dannen gehen. Hat man ja im ersten Versuch gesehen, Tony, ne? Ja, tut mir leid, ich kann ja auch nichts dafür, wenn er mich umfliegt, Mann. Ich will jetzt nichts erzählen, aber okay, lassen wir es jetzt mal so stehen. Ja. Okay, der bessere Pilot ist. Eben, wenn man halt kurz vor dem Ende der Mission ist und dann von seinem eigenen Team-Hubschrauber noch umgefahren wird, ist das Fail. Das war Fail des Tages. Das sollten wir auch hinten dran hängen, wenn du das hast. Ah, bin ich nicht mehr, hab ich gerade schon gelöscht. Verdammt. Das wäre was gewesen. Okay. Let's also get ready to chopper gebashen. Die richtig. Chopper Gunner like COD, man. Oh, die Blackhawks. Blackhawks? Ja, die Blackhawks sollen jetzt endlich mal landen. Das hätten wir auch alleine alles geschafft, ohne die Typen hier. Ja. Schon Dubel. Dubel. Okay, sind markiert die Ziele. Habe ich die nicht so schon auf der Karte, auch wenn die nicht markiert sind? Ich glaube mal, die sind halt Mörserstellungen am Anfang. Ja. Ah, die Mörserstellungen habe ich doch sowieso schon markiert, oder? Weg. Ja, nur die einzelnen muss ich dir halt markieren, damit du die siehst. Okay, auf dem Kornfeld. Kornfeld. Okay, dann habe ich. Ja, ich sehe halt gerade nur eine Wand. Okay, die sind gehen schon weiter. Davon, ja genau, schön ist. Hast du ja schon entdeckt. Warte, ich drehe wieder. Schon, Tony, wir müssen Tactical Nuke schaffen, diesmal. Okay, ich auf der linken Seite, wo war mal links. Natürlich, was nach. Tony, Mann, warum muss ich mal das aufnehmen? Wann kommt eigentlich deine Ava-Media? Die kommt innerhalb von 8 Tagen. Sie haben ja geschrieben heute Mittag. Und sie haben geschrieben, dass sie binnen 8 Tagen ankommt. Wieder auf dem Dach natürlich. Aslax. Also es heißt perfekt für Assassin's Creed Revelations für uns beide. Kriegst du das also nicht zu MW3 oder? Doch, ist ja. Ja, ist sogar vor MW3 da. Also noch besser. Siehst du? Mhm. MW3 Koop Gebäsche, dann noch Assassin's Creed Koop Gebäsche, Battlefield Koop Gebäsche. Ja, das ist sowieso Battlefield for the win, bitch. Auf jeden. So, okay. Bei, achso, für die warum flitzen die eigentlich so weit auseinander eigentlich? Weil die cool sind, du verstehst keine Army-Taktik. Aber natürlich nicht. Muss doch nicht. Boah, wir wollen getroffen. Ja, die der machen, machen wahrscheinlich eure Russenregeln nach, die Masse macht, oder was? Black Hawk down. Du könntest echt so eine Synchronstimme sein für so ein Bösewicht, ey. nicht gut. Ja, siehst du mal, die Vorurteile wurden hier bestätigt. Russen sind immer böse. Ich habe nur gesagt, die Bösewicht stimme. Ich habe niemals behauptet, dass ihr böse seid. Ja, toll. Jetzt habe ich jetzt einen Türken mit einer Russenstimme sprechen werde. Was ist das für ein Mix? Der Aslak-Russe. Jawoll, ja. Oh, Tony, dafür wirst du miese Dislikes bekommen. Der Aslak-Russe. Der Aslak-Türke oder was auch immer du gesagt hast. Das hast du gesagt. Du wirst jetzt gebasht, der nach YouTube-Mann, die werden nicht alle...
Naja, eigentlich ist es ja überhaupt keine Beleidigung. Wenn du jetzt noch durchkarschau, dann könnt ihr ruhig jetzt in diesem Moment auch einen Daumen runter geben. Aber natürlich. Er mag das, er steht auch sowas, wenn ihr es macht. Mhm. Der ist auch natürlich, ich bin absolut Daumen runter geil, also. Ja, ruhig ich mal das Abo geben, darüber freut ihr euch noch mehr. Auf jeden Fall. Penner, Bastard, Saftsack. Gott, da steht der einzige Trooper da noch. Weiß eigentlich, ob man im Multiplayer auch so einen Heli steuern kann? Ja. So schwarz-weiß-sichtmäßig, dass man alles. Ja, kann. Ist genau alles dasselbe. Also wenn du als Co-Pilot drin sitzt, du musst zwar erst die Dinger freischalten, aber. So hat man es nicht sofort. Du hast am Anfang nur das normale, also das normale Anfangsvisier. Okay. Du musst auch genauso die Flares freischalten und alles. Bei der Tankstelle ist noch jemand. Jawohl, hast ihn glaube ich weggebombt. Ich hab ihn gar nicht weggebombt. Ja, weil ich das weiß. Umso besser. Ey, da ist immer noch einer, der schießt ja immer noch raus. Mein Gott, wie lange lebt der Pisser denn? Er hat gerade über 4 Schuss geschossen. Das ist ein Juggernaut. Guck, die schießen immer noch da rein. Warte mal. Hier ist Balls like Jugs. Oh, Dude. Übrigens, wenn wir morgen Multiplayer zocken, dann werde ich auf jeden Fall im Heli sitzen. Alles klar. Alter. Da ist er. Da vorne sind die. Schießt die ganze Zeit in die Tankstelle rein. Ja, okay, das war gerade ein bisschen aiming clear. Ja. Fail. Bisschen falsch spekuliert haben wir. Okay. Hä? Laufen die jetzt nicht weiter? Warum muss man irgendwas mal noch sehen? Dass wir nicht sehen. Ich auch nicht. Aber ich mach mal Kern. Halt nicht mein Ziel so. Ah, da kommen sie rausgerannt. Schau mal. Alles klar, da. Okay. Ist aber noch bis zuletzt. Wir trauen sich raus, als ein Chopper in der Luft. Jetzt sind sie cool. Juggernaut-like. Jetzt haben wir die Spawn geraped. Okay, Achtung, von links kommt was. Ah, der BMP. Wo war mich halt still? Cool. Die Rakete durch aus. Das ist so eine Predator-Missile, die kann ich lenken, die Rakete noch. Ah, okay, geil. Die ganz irgendwie so in der Luft gebasht, irgendwie was gegen die Berge klatscht, ganz so shit. Okay, den Panzer habe ich. Der erste Down, warte, ich dreh rechts ab. Okay, ich halte dich in der Luft. Okay. Oh, Predator-Missile launched. Also ja, der hat einen Hitmacher gegeben. Ich denke mal, das ist Wärme so. Scheiße, lang. So ein paar Raketen, die du draufhauen kannst? Ich hab grad. Ja. Okay, schön. Der ist weg. Schön. Okay, jetzt nochmal. Team Alpha und Team Bravo, bewegt eure Ärsche. So ist eigentlich gut, oder? Wenn ich so gerade bleibe. Ja, wenn du den halten kannst, ja, aber ich glaube. Ja, so einigermaßen geht es. Komm nicht aus dem Haus raus? Nee, ich glaube, die kommen gleich wieder über die Felder, oder? Ja, genau. Einmal. Ja, er überlebt es, wenn das Haus über ihn einstürzt. Es ist genial. Doch. Lustig, Flugzeug stürzt mehr, macht kaputt. Okay. Erst weg. Ah, da am weißen Auto. Na, da ich dreh links ab und jetzt halte ich ihn dir gerade. Ich versuche ihn dir gerade zu halten. Ich müsste irgendwas erwischt haben. Hinten sind auch noch welche. Den Busch, wo kriegst du der Ghost Camper da hinten? Ghost Camper! Okay, ist weg. Ah, nein, da, hier. Na, warte, ich dreh nochmal ab. Okay, haben sie. Okay. Na, ich mach schnell eine Runde und dreh. Von links komme ich. Nein, du kannst doch nur von rechts kommen. Hauptsache, du hältst ihn gerade. Ja, jetzt hab ich's. So halten wir es, okay. Also, okay. Dude, they shoot us down. Okay, Predator Missile fliegt auf Panzer. Erster Panzer kaputt. In einem zweiten Rang.
Wow. Das war knapp. Okay, Flugabwehr down. Ich halte ihn hier gerade. Ja, ja. Redditor und Miso leben Baum. Das Ding ist so genial, ey. So, machen wir mal ein bisschen Action hier. Tony Schmieder, Pilot. Denkst du eigentlich an eine Bundeswehrkarriere, ne? Aber natürlich. Zum Jetfliegen? Aber na klar. Die schießen auf irgendwas. Ah, da sind noch ein paar Dudes. Ah, okay, das sind auch die Predator, die wir gehabt. Okay, so Kampfpilot bei der Bundeswehr? Doch schon lukrativ. Ja, das schon, nur aber du musst dich da 6 Jahre lang verpflichten. Erstmal 2 Jahre, oder? Nee, wenn du Pilot machen willst, musst du dich direkt 6 Jahre lang. Ja, das war auch meine erste Frage, als ich dort war, als ich als T1 Soldat gemustert wurde. Tier 1, ne? Ja, Tier 1, Medal of Honor. Ja, hast du diese Russe und so? Direkt zu den Navy Seals. Ich mach keine halben Sachen. Ich hatte so Fremdenlegion. Ah, nee, die sind mir zu pussyhaft. Ein bisschen zu schwul, die Franzosen. Eben. Okay, also so kann ich ihn einigermaßen gerade halten, das Ding. Gegner. Einer kommt jetzt vom Tunnel. Den sehe ich nicht. Okay, danke für die Markierung. Predator Missile Inbound. Friendly Predator Missile Inbound. Ja, ich weiß, wir haben noch einen kleinen COD-Schuss. Area Strike Inbound. Friendly Leg Apache Inbound. Tactical Nuke Incoming. Ja, ich glaube, die 25er-Serie sollten wir jetzt langsam erreicht haben. Ja, wir gehen ja flawless, man. Okay. Ah, die sind noch am Bashen. Gerade wurde mir gefragt, fliegst du den Heli? Überlassen. Ja, ich flieg den Heli. Ja, komm schon. Zerstört. Okay, Achtung, die Flugabwehr noch. Ja, muss mich drehen. Hab's. Okay. Die versuchen nicht getroffen zu werden. Ey, du verdammter räudiger Köter da hinten. Denkst wohl auch nur, weil du hier eine Flak hast hier, ja? Ich bin ja anbringend, ich treffe das Ding nicht so. Ja, ja, ich versuch's gerade. Ich muss versuchen, ein bisschen gerade zu halten. Was? Irgendwie will die Predator das Ding gar nicht sehen. Hab's. Okay, wir haben ein paar Hits einstecken müssen. Hast du eigentlich immer die Lebensenergie oder sowas? Ja, du siehst nur, wie der Heli qualmt, also von meiner Sicht aus. Na, ich sehe einen anderen Qualm von der Seite wieder. Ja, das ist das Einzige, was man sieht. Okay, die schießen auf etwas. Ah ja, der Ding. Ja, okay, warte mal, ich dreh mal direkt über die. Ah ja, der Jeep direkt links unter uns. Voll, na okay, eigentlich war es nur noch ein einziger Typ, der da stand. Okay. Ich hoffe, diesmal fehlen wir nicht wie in der letzten Mission. Ja, komm. Wird schon. Mit ein bisschen Spucke hält das ja, schon. Eben mit Taser und Spucke. Ja, eben. Alles Kleber, passt das. Okay, da unten kommen die Taser. Hast du so? Nicht, aber die hält. So, okay. Wie ist zurück in den Spawn Grave? Oh, wie ich den Heli einfach herrlich fliegen kann. Warum ist das keine Kunst? Wird eine Fadenkeule auf Gegner zu sehen, das ist Kunst. Genau, Keule. Man hat es ja gesehen in der im vorigen Versuch. Hey, das war eine andere Sache. Da haben wir natürlich über mächtigen Heli drin. Okay, Achtung, da kommt der Jeep wieder unten links. Hab ihn. Sehr schön, Achtung, unten links wieder Flakgeschütz. Predator, erstes Ziel. Das war noch nicht weg, seltsam.
Okay, lass mal hier weg. Ja, ich bring mich dreh ab. Ups, ein bisschen zu hoch. Ein bisschen auf die Seite und singen. Boah, geblendet. Okay, ist down. Was ist oder noch was? Ach, okay. Also die laufen jetzt gerade zu der LZ. Okay. Zu unserer Drop Zone. Drop Zone. Drop Zone. Okay, das war's eigentlich. Ich dreh mal lieber im Sicherheitsabstand ab, ja? Flieg mal ein bisschen mal höher. Zum Dorf oder sowas. Oder hinter, flieg mal hinter dir her. Eben, ich flieg hinten dran, weil sonst fliegt der Letzte mich wieder um und dann haben wir die Mission wieder verkackt. Und das wäre jetzt echt zu viel des Guten. Wenn ich jetzt auf den Heli schießen würde, würde der jetzt eigentlich theoretisch kaputt gehen oder ist das so konstruiert, dass man ihn nicht kaputt machen kann? Ich denke schon, dass er kaputt gehen sollte. Okay, die Leute gehen auf einmal nicht kaputt. Das ist schon mal klar. Das sollte auch die Dog gehalten. Du sollst ja auch nicht deine Mates rapen. Ein bisschen schon. Ein bisschen dezent. Okay, wir fliegen den lieber nach, sonst. Ja, okay, die sind schon weg. Wunderschöner Abgang. So. Wow. Cool. Wir haben es geschafft. So, bisherige Bestpunktzahl überboten. Ha! Statistiken und Fortschritte, gucken wir mal nach. Oh, die Magnum haben wir immer noch nicht. Fahrzeuge zerstört hast du diesmal 11, also nice one. Ja, toll. Yeah. Ja, und 71 Kills, ich habe nur 9. Was? Ich habe sogar einen Kopftreffer geschafft. Ja, ich frage mich echt, wie du das hingekriegt hast. Okay, Leute, das war's auch schon für diese Folge und ich gebe Bobano das letzte Wort. Ja, okay, wir sehen uns halt in der nächsten Folge und bis dann. Tschaußen.